Und damit seid ihr großen Lebenswerke, Gnome, Hobbits und natürlich auch England und zwei neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, heute leider ohne die Anna, die ist nicht mit dabei, die ist heute nicht mehr mit dabei. Sie war im letzten Part mit in der Pokémon Go, im Pokémon Go Park, im Go Park. Heute mit einem Glurak, aber im Team, jo. Aber ohne Anna. Ja, heute schauen wir uns mal ein bisschen in die Stadt, in der Stadt um. Ich hole die letzte Mal aus dem Pokéball, den Glurak. Wow, nice. Jetzt können wir auf Glurak durch die Gegend fliegen. Das ist mal mega nice. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Häuser rein und schauen mal, was da drinnen vor sich geht. Hier haben wir ein paar Leute, mit denen wir reden wollen. Auf geht's. Wenn du beim Fangen von Pokémon bestimmte Bedingungen erfüllst, wirst... Ja, da habe ich zu weit geblättert. Und weil ich so ein toller Typ bin, will ich dir zwei dieser Bedingungen verraten. Nummer 1. Triff das Pokémon mit dem Ball, wenn der Ring möglichst klein ist. Nummer 2. Fange das Pokémon mit nur einem einzigen Wurf. Das ist in vieler Hinsicht von Vorteil. Unter anderem bekommst du mehr Erfahrungspunkte. Aha, ein paar hilfsreiche Trainer-Tipps. Füttert man ein Pokémon mit einer Sanabeere, bevor man es fängt, hat man bessere Chancen, nach einem Item zu finden. Das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, oder? Ja, sicher. Ist mir aufgefallen. Fängst du mehrere Pokémon derselben Art hintereinander, nennt man das eine Fangserie. Es reicht, man könne durch eine lange Fangserie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, schillernde Pokémon zu begegnen. Schillernde Pokémon, Shiny Pokémons. Na, das wäre ja nice. Fängst du viele Pokémon derselben Art, findest du danach öfter auch das Items. Ich selbst fange gerade bergweise Kleinsteine oder Onyx. Hahaha. Tja, dann mach doch nur mal weiter. Aber Shiny-Pokémon, die wären schon nicht schlecht. Ja, jetzt Glurak in dem kleinen Garten. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. So, hier ein Item. Superlock-Parfüm. Ja gut, kann man machen. Hier können wir nicht rein. Tja, dann halt von der anderen Seite. Gehen wir halt hier mal rein, hier so auf diese Weise und gucken mal, was es hier gibt. Ach so, hier gibt es einen Stein. Einen Klotz zu entfernen. Dieser Block sieht unheimlich schwer aus. Mit ein bisschen Wucht ließ er sich vielleicht verschieben. Ein Machomai bräuchten wir also. Es ist wunderbar. Ich hab meinen Buff in Meer fallen lassen. Kannst du mir helfen? Ja, gerne. Dampf verfüllen. Ich verlasse mich auf das. Das Bewiss habe ich in Bergfilm auf Rufe 19 verloren. Okay, dann werde ich mir mal den Bewiss besorgen. Ich werde mal schauen, wo ich denn ein Gebiss mir zurückkriege. Auf Route 19 wahrscheinlich. Hier sind Pokémon-Fossilien und seltene Steine ausgestellt. Na dann, ein Machomai wahrscheinlich hierfür und ein Gebiss für ihn auf Route 19. Der Route 19 waren wir da schon oder müssen wir da noch hin? Und habe ich das vielleicht schon bekommen, das goldene Gebiss? Oh, Spoiler, ist ein goldenes. Ja, scheint noch nicht so aus. Stärkungstasse. Sieht noch nicht so aus, scheint noch nicht so, so zu sein. Okay, hier haben wir ein paar Items, die vielleicht nützlich sein könnten. Ja, die Pokémon-Box ist jetzt eher uninteressant. Nee, scheint nicht so zu sein. Ein Gebiss haben wir noch nicht gefunden. Also merken wir uns mal Route 19.
Ja, gut. Ich schaue mich erstmal hier noch um, was wir hier noch erledigen können. Hier gibt es noch ein paar Häuser, wo wir noch nicht drin waren, wo wir noch nicht mit den Leuten gesprochen haben. Dem zum Beispiel. In diesem Haus hier hat einmal ein vergesslicher alter Mann gewohnt. Inzwischen wohnt er wohl irgendwo auf Route 12. Ja, wir werden aber erstmal auf Route 19 gehen. Es ist unheimlich praktisch, direkt neben einem Pokémon-Center zu wohnen. Dafür ist die Miete aber auch entsprechend hoch. Kann ich mir vorstellen. Wenn man in zentraler Lage wohnen will, wenn man an den Sightseeings dran wohnen will, dann ja, muss man halt hohe Mieten in Kauf nehmen. Bei seiner Arbeit beschäftigt sich mein Bruder Bill mit der Übertragung von Pokémon. Wusstest du, dass er sogar der Erfinder der Pokémon-Box in deinem Beutel ist? Außerdem hat er zusammen mit einem Pokémon-Professor auch einen weit entfernten Region, den Go-Park, aufgebaut. Weit entfernte Region? Okay. Der Leiter der Safari-Zone ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch quietschfidel. Allerdings trägt er ein Gebiss, wie man hört. Oder auch nicht. Na? Sag mal, kennst du eigentlich Bill? Er ist mein Enkel. Schon als Kind war er Feuer und Flamme für Rivalitäten. Aha. Schön. Ein paar Neuigkeiten über Bill. Von mir aus haben wir ein bisschen was über Bill erfahren. Auch mal gut. Beim Eingang zur Safari-Zone befindet sich der Freundschaftspark. Und weiter drinnen findest du den Go-Park. Aha. Alles klar. Oha. Wen haben wir denn da? Jessie. Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es heißt, uns würden einen Haufen mal seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über die Sachen mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir von da abgehauen sind. Das ganz neuartige Technik macht mir Angst. Miauz! Ja, muss es doch irgendwas geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Ist das etwa Route 19? Gardunk! Autsch! Was ist denn das für ein verflixtes hartes Ding? Mein langer Fuß! Oh, das ist doch bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil gleich ausgraben. Hau ruck. Unfassbar, du reizt recht in Kunden, glänzender Schatz. Moment mal. Was ist denn das? Ein goldenes Gebiss. Das brauchen wir, das nehme ich dir gerne mal ab. Ein Gebiss? Zeig mal her, das kann doch gar nicht. Du hast recht. Da kann es noch so funkeln und aus Gold sein. Das ist doch widerlich. Bah. Ich weiß nicht, Knirpsen, was schleichst du dir hier herum? Warte, antworte nicht. Ist mir nämlich egal. Nimm lieber das hier. Geht aufs Haus. Dir wurde das goldene Gebiss aufgedrückt. Ja, toll. Jetzt habe ich ein ekliges, verschmiertes goldenes Gebiss im Beutel. Ist das nicht nett von uns? Und jetzt lass uns in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Was genau? Wir haben mit super viel zu tun. Außerdem will ich die Hände waschen. Los, kreisen wir die Kurve. Team Rocket mit James und mit Jesse. Oh, der Wasserweg. Ja, da wollen wir jetzt nicht gegen den Trainer kämpfen. Ja, erstmal hier dem Typen sein ekelhaftes Gebiss zurückgeben. Da muss es hin. Dachchen, du hast dem Direktor das goldene Gebiss überreicht. Der Direktor hat das Gebiss hastig eingesetzt. Pfui, der ganze Sand knirscht so eklig zwischen den Zähnen. Aber sei es drum. Ja, gut. Der steckt sich das Ding einfach wieder in den Mund, ohne es vorher abzuwaschen. Hat ja keinen Wasserhahn in der Wohnung oder im Haus. Alles klar. Einfach wieder rein. Das lag vielleicht irgendwo in der Hundekacke oder in der Mauzi-Kacke hier. Ich will nicht wissen, wo das alles rumgelegen hat, aber der steckt sich einfach wieder in den Mund. Ja.
Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Niemand hat auch nur ein Wort von ihm verstanden, was ich gesagt habe. Knirsch, knirsch. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühen. Safari-Set vom Direktor der Safari erhalten. Du verstaust das Safari-Set in deinen Klamottenkoffer. Und weil du es bist, bringe ich dir obendrein noch etwas Nützliches bei, und zwar die geheime Technik Wuchtstoß. Ach was, Emoli kann jetzt Wuchtstoß, das kleine zärtliche Ding. Ach komm, langsam wird's unrealistisch. Sag hier nicht, dass es bisher schon unrealistisch war, aber doch, das habe ich gesagt, aber gut. Was sagt man dazu? Sieht aus, als würde den Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Naja, für mich ist das Kopf wie gesprungen. Dann bringe ich sie eben deinem Pokémon bei. Seid ihr soweit? Gut. Man stößt doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier. Stimmt's? Ich war leider noch nicht in so vielen Höhlen, wo ich auf sowas stoßen hätte können. Es haltet euch fest, mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Ach, der Stärkeersatz. Okay, Stärke ist für Evoli vielleicht unter Umständen. Ja. Ja, ist wahrscheinlicher. Das Trick an der Sache ist dieser. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Blacky hat die geheime Technik Wuchtstoß erlernt. Ja, was nicht Blacky noch so alles erlernen kann. Aber Stärke ist gar nicht mal so unwahrscheinlich für Blacky. Ja, halte ich doch für realistisch. Ich ging davon aus, dass das der Zertrümmerer ist. Ja. Trotzdem auch. Ja. Auch wenn Evoli das auch theoretisch erlernen könnte, ist eher eine Aufgabe für einen Macholo, für einen Machomai oder für einen, ja, Kleinstein Onyx oder so weiter. Für so einen Typ. Ja, ist denn das zu fassen? Dein Pokémon hat Wuchtstoß gleich auf Anhieb erlernt. Es ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Na, dann probieren wir es doch mal gleich hier aus. Los, Evoli. Das kleine, zarte Ding. Einfach mal Wuchtstoß einsetzen. Und schwupps. Evoli hat den schweren Block zur Seite geschubst. Und ein Dickdarm haben wir dort. Wühl. Du erhältst ein Nugget von Dickda. Du verstaust das Item im Beutel. Aha. Wackel. Wühl und wackel. Oh. Evoli glänzt ein bisschen. Evoli brennt. Ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Das Nugget können wir gleich mal hier ausgeben. Dafür kriegen wir ein bisschen Geld. Ich will etwas verkaufen. So, wie wär's denn 4 Nuggets? Oh, nice. Das können wir gebrauchen. Jede Menge Geld. Alles klar. Das verdienen wir hoffentlich nicht so schnell wieder. Madam. Hast du schon mal ein X-Tempo ausprobiert? Nee, brauche ich auch nicht. Danke der Nachfrage, aber nein, danke. Damit kannst du im Kampf die Initiative eines Pokémon steigern. Von mir aus brauche ich trotzdem nicht. Gibt es hier denn keine Wimpel vom Go-Park? Auch keine Postkarten oder Kalender? Merchandise? Batterieleistung lässt nach. Ja, ich weiß. Reicht aber vielleicht noch für diesen Part, oder? Mit Lurak fliege ich hier noch ein bisschen durch die Stadt. Gucke noch mir noch die Ecken und Winkel an, die ich noch nicht erforscht habe. Route 18. Okay. Du wisst gern, wo es hier zur Safari-Zone geht. Hier scheinbar nicht. Okay, Glutex, du kannst nicht übers Wasser schweben. Ah, okay. Oh, könnte ich hier fast drüber schweben. Macht aber nicht. Dürfen wir mal absteigen? Ach, kacke. Jetzt kommen wir hier nicht zurück. Aber einfach über die und die Sache hier schweben. Lurak? Ja, Lurak ist unbeschwert, aber du, ich möchte
Ja gut, dann nehme ich halt das Schlürp aus dem Pokéball. Oha, dann kann ich surfen. Oder auch nicht. Ich bin halt auf dem Wasser gelandet. Das war ja nice. So. Auf der Suche nach der Safari-Zone. Ist der etwa hier auf Route 18? Ich glaube es nicht. Glaube ich eher nicht so. Hier unten vielleicht auf der Wasserroute, wo wir schon mal waren. Schnell kommt nicht hinterher. Jetzt kann ich ja wieder tauschen, jetzt kann ich wieder den Nieben des Durak benutzen. Muss den Pokémon holen. Ich will mit Durak durch die Gegend schweben. War bloß gerade nicht so schön, dass wir da nicht weiterkamen. So, hier einmal das Item Hyperheiler eingesammelt. Jo. Okay, hier gibt es nicht viel zu sehen. Nur den Wasserweg, der verbindet Fuxanes City mit den Seeschauminseln. Joa, später mal. Oh, und hier gleich ein Kampf gegen einen Schwimmer. Nicht zu schnell, sonst geht dir die Puste aus. Mir die Puste aus. Ja gut, hast recht. Kann schon mal vorkommen. Dratini. Ich weiß nicht, wie genau sie ausgesprochen wird. Und wir kriegen das wohl besiegt. Das Dratini. Das kriegen wir doch wohl mit einem einfachen Schaufelattacke besiegt. Na komm, grab dich ein. Gottschalk, Diktri. Alola-Form. Na komm, Schaufler, mach's alle. Ja, ich sagte zwar mach's alle, aber auch okay. So, nochmal Schaufler, das kriegst du fertig. Na komm, Diktri. Sein einfaches Dratini. Dratini. Das kriegen wir besiegt. So, mach alle. Attacke. Das schwächelt meine Stimme schon ein bisschen. Ich nehme doch noch gar nicht so lange auf. Puch, ist mir kalt. Du gewinnst 760 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Schwimmer hervor. Du erhältst 3 Pokébälle. Hey, Trainer besiegt und wieder zurück in die Stadt. Safari-Zone. Das hier ist der Go-Park. Dieser Safari-Zone. Das ist Route 15. Ja, willkommen in der Safari-Zone. Hier wimmelt es von Pokémon. Ach, das hier ist die Safari-Zone oder was? Alles klärchen. Da waren wir schon im letzten Part. Ja, die Texte mit dem Safari-Zone. Ja, okay. Ist das hier schon alles, was wir im letzten Part gesehen haben? Gibt es in der Safari-Zone hier nicht noch mehr zu sehen? Chuahem, ja. Ja, so. Und der Wärter der Safari-Zone? Wo ist der hin? Was sagt der hier? Sind wir nochmal zurück im Go-Park? Spielwiese besuchen, Go-Park besuchen. Spielwiese. Was war damit? Können wir noch nicht. Ja gut. Das also zur Safari-Zone. Zu nicht existierenden oder naja, doch sehr marginalen Safari-Zone hier in Pokémon Let's Go Evoli. Jo, dann haben wir die Stadt heute ein bisschen erkundet. Hier ein bisschen durch die Stadt geflogen. Jo, dem Typen seine, dem Wärter seine goldenen Zähne zugegeben. Ja, eine kleine widerliche Geschichte. Oh, und da sind wir schon in der Arena von Fuxania City.
Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in der Fuchsanias die Dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor in dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit den vielen Pokémon gekreuzt haben. Um diese Arena zu betreten, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. So, wie ist sie, ist dir bisher gelungen, 37 Pokémon-Arten zu fangen. Leider schreibt es die Tradition vor, dass du dich erst in diese Arena lassen darf, wenn du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. Ein wahrer Ninja schreckt auch vor großen Aufgaben nicht zurück. Also komm wieder, sobald du dieses Ziel erreicht hast. Ja gut, also erstmal nichts mit Knogger. Müssen wohl noch ein paar Pokémon fangen, um hier reinzukommen. Pokémon-Arten, neue Pokémon fangen. Das wird eine Challenge. Da müssen wir auch Platz über 10 Pokémon-Arten fangen. Ja, dann hier erstmal großes Gras und so weiter. Die Mission. Oh, der Trainer hier. Na, wie klingt mein Lockruf? Ja, den habe ich nicht ganz gehört. War mir nicht ganz klar, aber ja. Da müssen wir wohl im nächsten Part nochmal auf Pokémon-Fang-Kurs gehen. Ein paar Pokémon fangen, ein paar neue Typen uns holen. Wohl oder übel. Ja, das ist jetzt blöd. Ich wollte eigentlich im nächsten Part zwei Knogger in der Arena nicht behaupten, aber da müssen wir wohl erstmal noch die nächsten Routen gehen und uns da noch was an Pokémon besorgen. Noch ein paar Pokémon fangen. Und bevor es weitergehen kann mit dem nächsten Arena-Orden. Ja. So sieht's aus. Achso, Mann, verdammt. Schaufler hat keine Effektivität auf Taubsi, auf Taubos. Dann Blacky macht das Ganze zu Ende und beendet diesen Kampf. Ja, schaut so aus. Nächster Part. Ein paar Pokémon fangen. Glitzersturm, das wollte ich mir ja noch angucken. Das wollte ich noch mal zeigen, wie das aussieht. Glitzersturm. Na, wunderhübsch. Bringt auch leider nicht viel. Dann können wir noch Quellzone einsetzen. Das waren die beiden Attacken, die wir im vorletzten Part bekommen haben. Glaube ich. Ja, der vorletzte Part war das, oder? Zurückgeschreckt. Oh. Na komm, setz Quellzone ein. Ich will das sehen. Na komm, nicht zurückschrecken. Quäle es. Quellzone. Oh, das zieht ja gar nicht so viel ab. Aber sieht episch aus. Na dann mal flacher Brand. Wenn du es noch urteilst. Wenn du noch weiter dran bist. Nein, Blick wurde besiegt. Aber zwei neue Attacken haben wir eingesetzt und ausgetestet. Dann vielleicht mal Glurak. Ja, können wir den mal austesten. Ist zwar noch ein bisschen unterlevelt, aber da darf der auch mal kämpfen. Muss trainiert werden. Muss man vielleicht mal nach vorne setzen. Gut. Na komm. Du bist doch effektiv, das wirst du doch wohin kriegen. Oha. Zurückgeschreckt. Nein! Mein Glurak. Na komm, lass dich doch nicht von so einem Taubers besiegen. Ach Mensch. Was für eine Schande. Mein Glurak besiegt durch den Taubers. Relaxo, dann nur halt. Wenn es sein muss. Du bist dran. Jetzt wird mein Team doch wohl nicht an einem einfachen Taubers draufgehen. Na komm, kopflos. Ja. Lachso hält hoffentlich einiges aus. Kopflos. Na komm. Mach's alle. Na komm, Relaxo. Mach's fertig. Atake. Ist zurückgeschreckt. Wie geht denn das? Na komm, Relaxo, so ein heftiger Typ wie du. Angriff. Na komm, ist zurückgeschreckt. Das gibt's doch hier nicht. Mein Team löst ab gegen ein gewöhnliches Taubos. Ein einzelnes Taubos. Na komm, wird ja Zeit. Taubos besiegt. Trainer besiegt. Oder Trainerin.
Vogelprofi Pietro. Du gewinnst 2340 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Vogelprofi Pietro hervor. Du hältst 3 Pokébälle. Na gut, dann wohl im nächsten Part hier noch ein bisschen Pokémon-Kämpfe. Ein paar Pokémon fangen. Und zwar so. Zack, drin ist es. 1, 2, 3. Das ist aber keine Pokémon-Art. Ich glaube nicht. Das zählt nicht wirklich. Kannten wir schon. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr, wenn ihr den Zwergfest verpassen wollt. Den nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli nicht verpassen wollt. Dann sehen wir uns in einem anderen Video oder im nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli wieder. Bis dahin. Habt ihr noch eine angenehme, frostige Zeit, man sieht sich. Ja, haut da rein. Ciao, ciao. Jo. Alles klar.